Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Dieses Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch. Schalten Sie die Konsole nicht aus, wenn Sie das Symbol sehen. Inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren, dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team von Angehörigen verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen erschaffen, entwickelt und produziert. Ubisoft. Abstergo Entertainment. Assassin's Creed Rogue. Roach, Rogue, alles das Gleiche. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Skyline ist endlich mal wieder am Stessel und dieses coole Dreh-Emblem hier auch. Es ist längere Zeit nichts mehr gekommen, weil ich längere Zeit einfach so null Bock mehr hatte, irgendwie was aufzunehmen. Ich habe sozusagen mir ein bisschen Urlaub gegönnt mal diesmal. Und ich wollte jetzt noch ein zweites Let's Play starten zu Alien Isolation, aus mehreren Gründen, weil... Ich habe das Ende des Weges erreicht. Die Luft ruht still. Und ich bin ein Jäger. Die Jagd hat mich in die vergessenen Winkel dieser Welt geführt. Die Zeit vergeht. Zieht mich tiefer hinein ins Dunkel, wo ich die Wahrheit fand. Dass meine Erlösung in der Asche liegt. Dass ich die Vergangenheit ausbrennen muss. Dinge zu richten. Einst ein Assassine, heute ihr Verfolger, muss ich jene vernichten, die ich einst Brüder nannte. Die Luft ruht still. Und ich bin ein Jäger. Da, dann haben wir das Video. Wobei ich denke, mit Alien Isolation, genau, ich drück mal Start, damit wir das nicht nochmal sehen müssen gleich. Diese Festplatte hier. Alien ist im Endeffekt ein Horror-Survival-Spiel. Leider bin ich kein Freund des 10-minütigen Warten, bis ich einen bestimmten Weg einschreiten darf, damit ich weiterkommen kann. Weit gekommen und dann plötzlich wieder vom Alien erwischt zu werden, um alles nochmal zu machen. Da bin ich einfach kein Fan von. Deswegen habe ich mich ewig wieder gesträubt, Alien weiterzuspielen. Weil, wenn es mir keinen Spaß macht, macht es auch euch keinen Spaß. Deswegen werde ich Alien halt im Endeffekt jeden zweiten Tag rausbringen, genau wie Roach. Und Alien wahrscheinlich dann in PewDiePie-Style nur rausbringen. Also nur noch die besten Szenen halt rausschnibbeln. Könnt ihr mal in die Kommentare schrubben, was ihr davon haltet. Ansonsten beginnen wir jetzt ein neues Spiel. Neues Spiel starten. Ich höre gar nichts. Was ist? Du kannst da einstöpseln und dann kannst du es anmachen. Okay. Denk aber an, dass du was grün einstöpseln musst. Ja, ich muss auch Namen eingeben. Na, machen wir einfach Skyline, komm, passt schon. Und das war's. Das war Roach. Schön, dass ihr. Rogue. Rogue. Hi. Ist in Ordnung. Ja? Schön. Dreiecke fliegen durch die Gegend. Herrlich. Ah, okay. Sorry, aber das sieht schon mal richtig schlecht aus gerade. Die Animation. Verschone das Leben von allen Unschuldigen. Halte den Kopf unten.
ist die Assassinenbruderschaft. Guck mal, vom Monat könnte das fast dies passen, ne? Dies sind die Lehren des Credos. Die Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich war damals noch ein junger Mann. Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormack. Und das meine Geschichte. Okay. Wir haben anscheinend unseren ersten Auftrag. Wir sind gerade von da gekommen und müssen da wieder hin. Was auch immer. Ich weiß nicht, warum wir ihn jagen. Wen wir jagen. Aber es ist mir auch egal. Wir jagen einfach. So, man hat mir gesagt. Feuerholz wird's nicht fehlen. Könnt ihr nehmen, ist auch vorbei. Morgen. Gebt zu. Ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt es nicht, Shay. Zudem, nein. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Ich mach mir mein Glück, Liam. Das behauptet ihr seit Jahren. Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals vor Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr, Ärger folgt mir überall hin. Wie war das? Ärger folgt mir überall hin. So. Kommt. Captain de la Vérendrye und seine Crew scheinen Ärger zu haben. Wer hätte gedacht, dass das Schmugglertreffen so endet? Mann, mach doch mal hin. Wenn ihr mir nicht sagt, was wir hier tun. Der Chevalier beschloss, nichts zu sagen. Sind wir nicht Freunde, Liam? Sind. Aber das zählt. Das betrifft euch. Aber Hauptsache, ich bin hier. Es betrifft mich nicht, aber ich bin hier. Jo, klar. Da ist dann noch Assassinen in Ausbildung. Mhm. Da haben wir ein Tierchen. Tschüss, Tierchen. Was ist denn los? Weixer! Habt so eine Flasche. Was zum Teufel wart ihr zwei? Wir waren jagen. Was ist passiert? Deine Männer wurden von Engländern angegriffen. Aber Captain Joseph, erzählt ihr nicht immer, dass ihr sie selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Was? Und ihr träumt, falls ihr glaubt, dass es so einfach ist, ein echter Assassine zu werden. Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition. Ihr müsstet eurem Mentor ohne zu zögern folgen. Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen, Chevalier. Aber ich fühle mich nicht besonders frei. Nun, dann fühlt euch belehrt. Ich bringe dir Manieren bei, Kerl. Gut, dann komm her. Komm her. Hä? Ich angreife, ich spiele die ganze Zeit Assassin's Creed Black Flag. Ich weiß, als ob jemand zuschlagt und ausweicht. Hab ich kein Problem mit. Komm her, komm her, komm her. Kann ich doch auch. Bam, siehst du? Krieg ich hin. Bam, bam, bam. Ich sehe dich nicht mehr. Und trotzdem hau ich dich kaputt, du kleine miese Schwuckele. Ausweichen und nochmal in die Fresse. Ist kein Problem, Alter, für mich. Ausweichen und wieder in die Fresse. Gentlemen, kommt. Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah. Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt. Wir sind gestrandet und schlimmer noch, die Schmuggler, mit denen wir uns hier treffen sollten, wurden gefangen genommen. Shay und ich übernehmen die Schmuggler, ihr die Verwundeten. Ich war besser. Ja, warst du. Eindeutig. Ihr nehmt. Ihr braucht sie. Aber was soll ich denn mit dem Zahnstocher? So. Seid vorsichtig. Also, ich habe jetzt jemanden einen Tischtennis beifallen lassen. Aber ihr seid soweit. Okay, ich bin soweit. Erteilt Ihnen eine Lektion. Sie haben keine Chance. Du bist eine Kumpane jetzt, elende Ratte. Sprich, bevor ich es raus. Danke. Kein Problem. Diese Gesellen sind immer noch da draußen. Die Gesellen. Ich bin doch hinter einem fucking Baum. Ich bin in einem fucking dreckigen Baum! Der Baum ist nicht durchsichtig! Der Baum ist dick! Der Baum ist breit! Der Baum ist undurchsichtig und undurchsichtig und so. So. Okay, das haben wir erledigt.
Den einfach nur aus Prinzip. Fick dich! So. Okay, wir haben natürlich wieder hier mit Schiffen zu tun. Ich bin immer wieder an Black Flag am Aufnehmen halt. Sprich ich am Twitchen. Halt. Wir haben hier ein Schätzchen. Das nehmen wir uns mal mit. Ja, damit. Aha. Was haben wir da hinten noch? Der hier? Nee, das ist nein. Die Rolle, die da vorne liegt. Wieder Rolle da. So eine große Rolle. Sehr schön. Okay. Damit schaltest du später deine Rüstung frei. Wollen wir noch mal hier kicken, was wir hier alles deichseln können. Ja, hättest du es auch einfach mal mit Dingen machen können? Du hast fucking noch mal diese dummen Drecksdinger dabei. Die nennen sich versteckte Klingeln. Ja, damit kann man Leute ganz leise töten. Ohne Probleme. Das ist normal, dass ich hier alles selber machen muss. So. Die hätte nicht so oder so erwischt. Das nein, haben nein. Auch, trotz versteckter Klingel. Total bescheuert. So. Ernsthaft. Für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shay. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Dieser Mistoffen stinkt. Ihr wollt es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff. Ja, das musst du gerade mit deinem Mundgeruch sagen, Alter. Ihr habt ihn gehört. Das Schiff gehört euch. Na los. Als ob er mir zu befehlen hätte, was ich. Als ob er entscheiden könnte, welches Schiff ich nehmen kann. Du brauchst nicht mit mir zu reden, ich höre dich nicht. Ich höre dich immer noch nicht. Mein erstes Schiff. Euer Müllhaufen? Ja. Ach, mit einem Farbklecks und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Sollen wir beginnen? Jawohl, Freund. Was? Gaijin, Alter. Kann ich auch so mit sowas rumwerfen. Ja, es interessiert mich nicht. Aber sie schwimmt noch. Sie heißt Morrigan. Morgan? Die verrückte Fee, die Merlin ruinierte, den Weißen? Oh, das passt gut zu euch, Shay. Morrigan? Morrigan ist auch von... Königin von Krieg und Tunkel. Erntet die Seelen gefallener Krieg. Wahrlich perfekt. Ich kenne das nur von Dragon Age. Sie geht unter! Mal sehen, wie die Morrigan an die Kanonenmänner. So, erstmal direkt hier. Boom! Schön, nicht getroffen. Mann, hofft euch zu bewegen. Bin auch dabei. Ich habe einen versenkt. Ja, ja, weiß ich. Ja, ich bin doch dabei. Ich weiß noch nicht, warum die Segel um eins reduziert wurden. Dann kann ich auch nicht schnell schwimmen. Oh, noch einen hinterher. Boom, hab ich den Berg erwischt, hab ich doch da. Alter, wie fährt denn das Ding aus? Das ist schön. Geht doch. So, jetzt müssen wir jetzt mal diesen Kollegen hier. Guck mal, dein Schiff. Sieht aber auch nicht wesentlich besser aus, Kollege. So, was ist denn? Bleib stehen! Weizel! Gas, Junge! Feuer! Wir versenken Ketten!
immerhin gefechtsbereit. Boom in your face. Au. Was war das denn? Haha. Singt ein Lied, Männer. Der Chevalier ist zufrieden. Yay. Er ist zufrieden. Dann bin ich's, glaube ich, auch. Dann bin ich's, glaube ich, auch.